Guten Abend. Sehr geehrte Gäste, sehr geehrte Landeshauptfrau Mikl-Leitner, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Preisträgerinnen und Preisträger, danke, dass ich heute bei Ihnen zu Gast sein darf. In einer Erzählung las ich unlängst eine Szene, da fragt ein kleines Mädchen ihren Lieblingsonkel, der in der alten Heimat ihrer Eltern lebt, in Siebenbürgen. Siebenbürgen, das ist eine Region in Rumänien, im Nordwesten Rumäniens, etwa fünfmal so groß wie Niederösterreich, auch von der Bevölkerung her. In dieser Region leben etwa 30 Ethnien und damit auch sehr viele verschiedene Kulturen. Dieses kleine Mädchen spricht also ihre Frage aus. Sie richtet sie an ihren Lieblingsonkel, der mehrere Sprachen beherrscht und ein ständig Reisender zwischen den Kulturen ist. Sie fragt ihn: Onkel Aurel, wo bist du eigentlich so wirklich zu Hause? Warum fragst du das? Weißt du, weil mich immer alle fragen in der Schule: Wo ist dein Zuhause? Wo ist dein Zuhause? Und was antwortest du ihnen? Naja, Wien und Siebenbürgen. Ja, wo ist da das Problem? Weil in unserer Schule bin ich die Einzige, die zwei zu Hause hat. Mein Augenstern, das heißt, du bist reich. Reich? Ja, reich. Denn du hast ein Zuhause mehr als die anderen in deiner Klasse. Onkel Aurel, ist dann jeder, der nur ein Zuhause hat, arm? Mein Augenstern, ich würde sagen, jeder, der ein Zuhause hat, und sei es das Kleinste, das man sich vorstellen kann, ist reich. Und ich muss mich also nicht entscheiden zwischen meinen beiden Zuhause. Nein, das musst du nicht. Onkel Aurel, Aurel-Batschi, lieber Onkel Aurel, kann man sich sein Zuhause eigentlich aussuchen? Warum? Du hast doch schon zwei. Nein, ich meine eigentlich, also, warum bist du nicht ausgewandert, so wie meine Eltern? Na, warum sollte ich denn das? Lieber Aurel Balci, wolltest du nicht ein Zuhause, wo man das, was man denkt, was man sich da innen drinnen so denkt, dass man das auch laut sagen darf? Mein Augenstern, man muss nicht immer alles laut sagen, was man denkt. Wichtiger ist zu wissen, wem man das, was man denkt, anvertrauen kann. Wichtig ist, Gleichgesinnte erkennen zu können. Wo ist mein Zuhause? Das war doch deine Frage, nicht wahr? Also ich bin dort zu Hause, wo die Menschen Gedichte von Audi Endre oder Romane von Miklos Banfi kennen, die Satiren von Helmut Seiler, die Texte von Eginald Schlettner, die Essays von Paul Schuster, die Werke Liviu Rebrianus oder Mihai Eminescus, dort, wo die Menschen meine Seele verstehen, mit mir lachen und weinen. Naja, und kennt man in Wien einen Audi Endre? Nein. Andererseits, in deinem neuen Zuhause, da gibt's eine Menge richtig guter Dichter, sehr gute sogar. Aber weißt du, mein Augenstern, ein Zuhause gibt es für mich immer. Ja? Und wo ist das, Onkel Aurel? Das ist da, wo du bist. Zuhause sein. Gast sein. Zuhause, Gast sein. Gast sein in der Fremde. Onkel Aurel zeigt seiner kleinen Nichte, was ein Zuhause bedeutet. Er fährt mit ihr durchs ganze Land und sie erlebt in der Vielfalt der Kulturen Toleranz als Selbstverständnis. Die Erwachsenen, die sprechen über alles Mögliche, auch über Politik, was zu jener Zeit in jener Region nicht ungefährlich war. Aber nie wurde das kleine Mädchen weggeschickt. Nein, nein, sie war dabei, bei jedem Gespräch, und sie war willkommen. Sie erfuhr, dass die Wände Ohren haben und lernte,
achtsam, aber nicht furchtsam zu sein. Und, wie man das bei kleinen Menschen oft tut, hat man das Mädchen auch gefragt, Oriko, was möchtest du werden, wenn du einmal groß bist? Und Oriko antwortete, Gast. Irgendwie war sie ja ständig zu Gast, in der alten wie in der neuen Heimat. Ich bin heute hier zu Gast bei Ihnen. Und wenn man zu Gast ist, dann gibt es Regeln, an die man sich auch aufgrund der eigenen Herzensbildung hält. Ich möchte heute diese Regeln teilweise außer Kraft setzen. Ich bin ohne Mundschutz. Ich lasse meinen Gedanken freien Lauf und trage die Konsequenzen, denn ich bin nicht nur ohne Mundschutz, ich bin frei. Freischaffend, ohne Schutz. Wir waren alle ohne Schutz, als die Pandemie ausbrach. Schutzlos einer Krise ausgeliefert. Jede und jeder Einzelne war gezwungen, über die Situation, in die wir gemeinsam geraten waren, nachzudenken. Jede und jeder war gezwungen, über die eigene Existenz nachzudenken. Wir waren verzweifelt, nicht wahr? Wir waren ratlos. Aber wir leben in einem System, das Verantwortung übernimmt, auch und insbesondere für die Schwächeren in einer Gesellschaft. Alles Menschenmögliche werde unternommen, um die Folgen der Corona-Krisen zu mildern, wurde uns täglich gesagt und wir durften es glauben. Auch die Menschen in der Kunst- und Kulturbranche wurden nicht vergessen. Und Hilfe wurde nicht nur versprochen, nein, sie kam, wenn auch etwas verspätet, aber sie kam. Und sie erreichte Institutionen und subventionierte Häuser. Es galt, Systeme aufrechtzuerhalten. Die Politik hatte darin noch keine Erfahrung, aber sie war bemüht, auch die Einzelnen zu erreichen. Aber die Hunderttausenden der freien Szene, die in ihren unterschiedlichen Kunstformen zur österreichischen Identität beitragen, rutschten immer mehr ins Prekariat und vermehrten die ohnehin ständig wachsende Gruppe der Existenzbedrohten. Überall. Einzelne Heroen und Heroinnen aus Literatur, Theater, Musik, Kunst, Tanz und Film predigten die Systemrelevanz von Kultur. Was genau ist damit gemeint? Oder war es vielmehr ein Hilferuf, um die benötigten staatlichen Zuschüsse zu begründen und zu rechtfertigen? Schließlich ist Kultur Nahrung für die Seele und wir würden sonst kulturell verhungern. Ist das so? Orika, das kleine Mädchen aus der Erzählung, wird im Laufe der Geschichte eine junge Frau und diskutiert immer und wieder leidenschaftlich mit ihrem Onkel über alles, über Gott und die Welt und auch über die Bedeutung der Kultur. Und dabei zitiert sie einmal Jean Cocteau, der gesagt hat, ich weiß genau, dass die Kunst unentbehrlich ist. Ich weiß nur nicht genau, wobei. Onkel Aurel, ich bin geneigt, dem weisen Mann zu widersprechen, aber es gelingt mir nicht so recht. Kannst du mir helfen, diese Frage zu beantworten? Nun, mein Augenstern, um die Unentbehrlichkeit von Kultur zu belegen, müsste man ihren Wert kennen. Gestern haben wir doch Tante Rudika besucht und was hat das mit meiner Frage zu tun, Onkel Aurel? Geduld, mein Augenstern. Tante Rudika, deine Lieblingstante, sie war noch nie im Theater. Nie? Nein, nie. Auch nicht in einem Konzert oder im Museum. Das Kino, das kennt sie nur vom Vorbeigehen, wenn sie auf den Markt geht. Und Bücher, glaube ich, hat sie nur eins, das Kochbuch ihrer Großmutter. Ist sie deswegen ein schlechterer Mensch? Nein, natürlich nicht, Onkel Aurel. Aber ich könnte auf keines meiner Bücher aus meiner Bibliothek verzichten. Auf jede Platte, jede Kassette, jede CD, jede DVD. Ich könnte auf keine einzelne davon verzichten, auch nicht auf die Bücher. Und du weißt, die meisten davon, die meisten davon, die konnte ich mir nur auf Raten kaufen. Keines möchte ich verlieren. Auf keines kann ich verzichten.
Und bist du deshalb ein besserer Mensch? Wer von Ihnen könnte diese Frage beantworten? Wer von Ihnen könnte Orica helfen, Cocteaus Frage zu beantworten? Alle Bemühungen enden in einer Metapher oder in persönlichen, individuellen Wahrheiten. Den Wert von Kultur bestimmt jeder und jede Einzelne von uns und damit die Gesellschaft, in der wir leben. Die Unentbehrlichkeit der Kultur, die oft und oft zitierte Systemrelevanz, wird hinterfragt, besonders in einer Krise. Sie kennen wahrscheinlich alle die Geschichte, in der Churchill von seinem Verteidigungsminister informiert wird über den aktuellen Stand der Befreiung der durch Hitler Deutschland besetzten Gebiete. Wir brauchen mehr Engagement, Prime Minister. Wir brauchen mehr Waffen, mehr Geld für unsere Rüstung. Sonst sind wir machtlos. Sonst können wir uns nicht verteidigen. Minister, das leuchtet mir ein. Aber woher soll ich das fehlende Geld nehmen? Nehmen Sie es von der Kultur! Und was wollen Sie dann noch verteidigen? In unserer aktuellen Krise blieben die Theater, Museen, Konzertsäle und Kinos verständlicherweise geschlossen. Zu keiner Zeit, aber vor allem nicht in Zeiten einer Krise, hat die Kunst frei. Ja, es gab sie, die Sommerspiele, die Festspiele. Aber der Sommer geht vorbei. Und was haben wir getan? Wir? Heroen und Heroinnen der Kultur gaben ihre Gastspiele mehrheitlich im Fernsehen und im Hörfunk. Das Heimkino erlebte einen Höhenflug. Das Internet bot einen scheinbar endlos nutzbaren Raum für Kunst und Kultur. Vielleicht gab es auch eine gewisse Überflutung von Angeboten. Angebote, die ihr Publikum oft nicht erreichten. Ich hatte mir erwartet, dass die Kollegen und Kolleginnen der subventionierten Häuser ebenso auf ihren Balkonen, in den Innenhöfen, auf den Straßen, in den Parks ihre Kunst den Menschen schenken, wie es viele aus der freien Szene gemacht haben. Teils strukturiert, teils vollkommen chaotisch, ein buntes Durcheinander, ein Versuch, ein Ringen, ein Suchen, ein herzhaftes Engagement, ein Tespiskarren in der Krise. Ja, ich hatte mir auch erwartet, dass wir gemeinsam zumindest versuchen, Cocteaus Frage zu beantworten, um die Unentbehrlichkeit unserer Arbeit zu beweisen. Ich hatte mir auch erwartet, unsere Sorgen und Existenzgefährdungen gemeinsam zu artikulieren. Ich hatte mir Solidarität erwartet, aber wir gingen getrennte Wege. Auf der einen Straßenseite spazierten die Geschützten, auf der anderen Seite die Freien. Das ist nichts Neues. Das war schon vor der Krise so. Aber jetzt war es unübersehbar. Solidarität heißt für mich ein fremdes Solidarität heißt für mich, ein fremdes Problem zu seinem eigenen zu machen. Solidarität, ist das nicht der treibende Motor einer humanen Gesellschaft, oder? Jetzt aber herrscht das Bedürfnis und beugt die gesunkene Menschheit unter sein tyrannisches Joch. Der Nutzen ist das große Idol der Zeit, dem alle Kräfte fronen und alle Talente huldigen sollen. Nach dieser groben Waage hat das geistige Verdienst der Kunst kein Gewicht. Und aller Aufmunterung beraubt, verschwindet sie von dem lärmenden Markt des Jahrhunderts. Selbst der philosophische Untersuchungsgeist entreißt der Einbildungskraft eine Provinz nach der anderen. Diese Zeilen schrieb kein Geringerer als Friedrich Schiller Ende des 18. Jahrhunderts. Man erkennt das Alter dieser Zeilen nur an ihrer sprachlichen Patina, nicht an seinem Inhalt. Orica, Sie erinnern sich noch, das kleine Mädchen aus der Geschichte, war eine junge Frau geworden. Ungebrochen liebt sie die Gespräche mit ihrem Onkel und sie lernt, mit dem Herzen zu hören,
mit der Seele zu sehen und fängt langsam an zu verstehen, beginnt Zusammenhänge zu begreifen, dass Freiheit, Verantwortung und Solidarität kommunizierende Gefäße sind. Sie liest Josef Haslingers 1987 erschienenes Buch »Politik der Gefühle«. Der Mentalität des privaten Egoismus werden die Zügel gelockert. Politik tritt den herrschenden Verhältnissen nicht mehr ordnend entgegen, sie reagiert nur noch auf eine vom Markt produzierte Gefühlslage. Ich habe dieses Buch auch gelesen. Es bedarf einer Politik, die ordnend eingreift und nicht auf eine vom Markt produzierte Gefühlslage reagiert. Und genau das erwarte ich mir auch, wenn es um das einzige universelle Recht von Künstlerinnen und Künstlern geht, das Urheberrecht. Jenes Recht, das Kreativen ermöglicht, aus der kommerziellen Nutzung ihrer Werke eine faire Vergütung zu beziehen, ist hochkomplex, kompliziert und eine globale Herausforderung für alle Beteiligten. Die EU lenkte dabei in die richtige Richtung. Mit dem neuen Gesetz für digitale Dienste will sie die Allmacht der sogenannten Gatekeeper, der Big Four, brechen. Unfaire und wettbewerbsverzerrende Praktiken verbieten, denn bisher folgten die Internetdienste einer EU-Richtlinie aus dem Jahr 2000, dem sogenannten digitalen Jungsteinzeitalter. Damals war Amazon nicht mehr als ein Online-Buchhändler, Google ein Startup und Mark Zuckerberg noch in der Highschool, wie es die Zeit treffend beschreibt. Österreich sollte die 2019 auf EU-Ebene beschlossene Copyright-Richtlinie bis Juli dieses Jahres implementiert haben. Nun, wir verspäten uns wieder mal ein wenig, aber das kommt vor, das ist kein Drama. In diesem vorliegenden Entwurf wurden die neuen Entwicklungen rund um die Digitalisierung berücksichtigt und ich schaffe endlich mehr Fairness für Kreative. Das neue Gesetz sei die größte Reform seit der Einführung des Urheberrechts 1936, konnte man lesen. Das klingt doch aufmunternd. Wir sollten voll der guten Hoffnung sein. Doch der Teufel steckt wie so oft im Detail. Es bedarf einer Politik, die ordnend eingreift und nicht auf eine vom Markt produzierte Gefühlslage reagiert. Und wenn es für eine korrekte Umsetzung, vor allem im Sinne der Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber, mehr Zeit braucht, dann nehmen wir sie uns, bevor wir sinnvolle und gewachsene Strukturen zerstören. Die Zeit des Kopierens ist längst vorbei. Wir sind im Zeitalter des Teilens angekommen. Zumindest in der virtuellen Welt. Wenn aber unsere Verwertungsgesellschaften aus den sogenannten Kopierabgaben immer weniger Einnahmen erzielen, trotz vermehrter Nutzung unserer Werke, trifft es ja nicht nur den einzelnen Künstler, die einzelne Künstlerin, nein, es trifft auch uns als Gesellschaft. Denn was das Publikum nicht weiß und auch nicht wissen muss, hingegen die Politik schon, die Hälfte dieser Einnahmen, und das sind hohe Beträge, dienen der Selbsthilfe. Junge Projekte, Projekte von noch nicht arrivierten Künstlern und Künstlerinnen und Nischenprojekte werden dadurch unterstützt. Das werden wir in naher Zukunft vielleicht nicht mehr können. Unser Angebot, ein reichhaltiges Angebot an heimischen Narrativen, wird verkleinert, massiv verkleinert. Und manch ein Talent wird unentdeckt bleiben. Und das ist nur ein Detail, das der Teufel in dieser Novelle versteckt hat. Ich erwarte mir, dass die Politik ordnend eingreift und nicht auf eine vom Markt produzierte Gefühlslage reagiert. Ich erwarte mir, dass nicht der Nutzen das Idol der Zeit ist, sondern die Schönheit der Kunst. Und ich erwarte mir Solidarität von allen Künstlern und Künstlerinnen und ihren wichtigsten Partnern. Hätte ich einen Onkel Aurel, dann würde ich ihn gern fragen, ob die Kunst tatsächlich eine Tochter der Freiheit ist, wie Schiller das meinte. Ich durfte heute bei Ihnen zu Gast sein und meinen Gedanken freien Lauf lassen. Nun möchte ich Sie einladen,
meine Gäste zu sein. Mein Zuhause ist die Sprache. Ob mit Worten, Gesten, Schritten, in Bildern oder in Noten, fühlen Sie sich herzlich willkommen. Dankeschön.